Wunderbar, herzlich willkommen. Ich möchte euch heute einen kleinen Überblick geben über unser Projekt von der Hochschule Augsburg oder was unter dem Dach der Hochschule Augsburg stattfindet. Das Projekt heißt Searchwing und wir bauen eine Rettungsdrohne, um die Leute, die im Mittelmeer unterwegs sind, zu unterstützen, dass sie mehr Leute finden. Ein kurzes Überblick über das Problem. Es gibt ja viele Schiffe, die aktuell im Mittelmeer unterwegs sind oder nicht so viele, leider nicht so viele, die versuchen da Flüchtlinge auf dem Meer zu finden und die vom Ertrinken zu retten. Die Rettungsmissionen sind begrenzt, die können nicht alle Leute finden. Das hat hauptsächlich damit was zu tun, dass die Erde doch keine Scheibe ist, sondern doch noch rund. Und das ist unglaublich schnell, dass man nicht mehr drüber sieht über die Kugel. Das ist nach ungefähr 5 Kilometern, wenn man ein bisschen höher ist, vielleicht kann ich auch 10 Kilometer weit sehen, aber dann ist spätestens Schluss. Und zusätzlich ist die Suche, wenn man das mit dem Fernglas macht, das sieht man später auch nochmal im Video, sehr, sehr anstrengend. Und vielleicht findet man da Leute auch gar nicht. Wenn man da den ganzen Tag so steht und das Boot wackelt, ist es sehr, sehr anstrengend und gar nicht mal so sicher, ob ich überhaupt alle finde, die ich vielleicht finden könnte. Und die Folge ist eben, dass viele Menschen in Not nicht gefunden werden, vielleicht nicht gefunden werden, wir wissen es gar nicht. Es gibt da auch ganz wenig Zahlen, wie viele Leute denn im Vergleich zu denen, die gefunden werden, gar nicht erst gefunden werden. Die Idee, die wir in dem Projekt jetzt mittlerweile seit 3 Jahren umsetzen, wo wir auch schon sehr, sehr weit gekommen sind, ist eben ein autonomes Flugzeug zu bauen. Da steht einer der Prototypen, um diesen Suchradius der Schiffe auf eine einfache Art zu erweitern. Die Herausforderung und die Anforderung an das Ganze ist eben, dass es einfach zu bedienen ist und auf diesen Schiffen benutzbar ist. Das heißt, das muss vom Schiff gestartet werden. Das sind jetzt keine großen Militärschiffe, wo es ein Helikopterdeck gibt oder so, oder wo es für so große kommerzielle Drohnen irgendwie so Abschusseinrichtungen oder ähnliches gibt, sondern es sind relativ kleine Schiffe. Also wir müssen es auf so einem kleinen Schiff einfach starten können. Es muss auch wieder landen auf dem Schiff oder in der Nähe von dem Schiff, was auch gar nicht so einfach ist. Das Ganze muss sehr einfach zu bedienen sein, dass eine normale Besatzung das Ganze machen kann. Also die Kapazitäten an den Schiffen sind begrenzt. Das heißt, ich will jemanden mitnehmen eigentlich, will nicht extra jemanden mitnehmen, der sich nur um diese Drohne kümmert und da ganz viel Spezialwissen hat, sondern es soll sehr, sehr einfach zu bedienen sein, dass ein normales Besatzungsmitglied das Ganze bedienen kann. Um die Reichweite, um die Suchreichweite und den Suchradius wirklich zu erweitern, muss die eine relativ hohe Reichweite haben. Also wir reden da von ca. 100 Kilometer, wo es anfängt Sinn zu machen. Und das Ganze muss günstig sein. Wie gesagt, es gibt natürlich für sowas auch kommerzielle Lösungen. Es gibt kommerzielle Drohnen, die sehr, sehr viel kosten, die sowas lösen könnten. Und wir wollen aber was machen, was einfach mit geringem Aufwand, mit geringem technischen Aufwand und geringem finanziellen Aufwand diesen Suchradius erweitert. Wir haben es als Vergleich mal ausgerechnet, wie weit kann denn so ein Schiff überhaupt sehen? Also die Sea-Watch 3, die kann am Tag, wenn die den ganzen Tag fährt und den ganzen Tag die Leute mit dem Fernglas ranstehen, kann die ungefähr 900 Quadratkilometer am Tag abdecken. Die Flieger, die unterwegs sind, wie die Moonbird zum Beispiel, die kann viel mehr abdecken. Die kommt ungefähr auf 6000 Quadratkilometer am Tag. Und den Flieger, den wir jetzt da haben, da kann ein Flieger 900 Kilometer am Tag abdecken. Und das Interessante ist eben, das sind eben 900 zusätzliche Quadratkilometer am Tag. Also der Flieger ist mehrmals am Tag unterwegs und legt einfach ein breiteres Band von Leuten, die gefunden werden können. Wir haben da viel überlegt, geht das überhaupt? Das hört sich im ersten Moment ja gar nicht so schwierig an. Es gibt aber wirklich einige Herausforderungen, die gar nicht so einfach waren zu lösen. Es geht mit der Reichweite los. Es gab die ersten Ideen und ersten Konzepte, die es gab, waren das Ganze mit einem Quadrocopter oder mit einem Multicopter zu machen. Da komme ich aber niemals auf diese 100 Kilometer Reichweite. Der kommt einfach nicht sehr weit. Wir haben uns jetzt deswegen für so ein normales Flugzeug entschieden. Trotzdem habe ich natürlich die Herausforderung, dass das Ding 1 bis 1,5 Stunden fliegen muss, um diesen Bereich abzudecken. Muss dann nicht nur hinfliegen, sondern muss auch wieder zurückkommen. Ich habe auf der anderen Seite die Herausforderung, dass die Telemetrie auch so weit reicht. Also normale Telemetrien, die reichen eben nicht so weit, da komme ich nicht so weit. Wir haben die Herausforderung, dass wir
auf dem Meer fliegen müssen, wo unter Umständen starker Wind ist, wo Salzwasser ist, wo das Ganze die ganze Zeit wackelt. Wie kriege ich das hin? Und eben, wie ich auch schon erwähnt habe, die einfache Bedienung auf dem Schiff. Das heißt, kann ich das auf dem Schiff einfach zusammenbauen? Ist die Bedienung so einfach? Ist die Bedienung einfach, wo ich eben festlegen kann, welches Gebiet möchte ich denn überhaupt absuchen? Und eben dann auch einen Start per Hand, der ganz einfach funktioniert. Wir sind mittlerweile, wie ich gesagt habe, seit 3 Jahren an diesem Projekt zusammen dran und arbeiten daran. Wir haben dieses Jahr viele Sachen da fertiggestellt und da möchte ich euch einen kurzen Überblick geben, wo wir da sind und was der Stand der ganzen Dinge ist. Um mal die Reichweite zu zeigen, wir waren dieses Jahr im Februar, März auf Malta und einer der Tests, die wir da gemacht haben, ist, wir haben uns da einen schönen Platz gesucht und haben unseren Flieger einfach mal so lange fliegen lassen, bis der Akku fast leer ist. Ganz oben steht es, hier hat er 80 Kilometer, ist er da am Stück geflogen, relativ schnell. Wenn wir noch ein bisschen langsamer fliegen, kommen wir eben locker über die 100 Kilometer drüber. Wir haben auch die Telemetriereichweite da getestet, auch in Echtbedingungen auf dem Meer vor Ort. Da sieht man, das ist die nördliche Insel auf Malta, das ist Gozo. Und dieser eine Strich, den ihr da seht, der da von der Insel weggeht, ist eben die Mission, die wir geflogen sind, die eben 10 Kilometer weggeht und 10 Kilometer wieder zurückgeht, über das offene Meer hinaus. Und wir hatten auf der ganzen Zeit eben mit diesem Flieger, wie er da ist, volle Telemetrie, die Konnektivität und konnten den jederzeit erreichen. Die Konnektivität geht noch ein bisschen weiter. Wir haben es auch bis zu 80, 90 Kilometer schon getestet. Aber wirklich im Flieger und vor Ort ist das wirklich was auch ausreichend ist und das funktioniert. Wir haben auch getestet, ob wir mit starkem Wind umgehen können. Wir haben einmal einen Flug gemacht, wo wir eben mit 5 bis 6 Beaufort Wind geflogen sind. Man sieht es hier am besten, wenn man sich anschaut, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ist 80 km/h. Und die Maximalgeschwindigkeit sind eben 170 km/h. Das ist immer Ground Speed. Also wir haben kein Airspeed, den wir da messen, sondern das ist der Ground Speed. Und da sieht man schon, dass wirklich sehr, sehr starker Wind ist. Und hat der Flieger auch ohne Probleme gemacht. Man sieht es auch immer, wenn er umgedreht ist, also sind die echten Telemetriedaten, dann musste er immer wieder ein bisschen die Schleife ein bisschen größer machen, um wieder das Suchradius zu erreichen. Aber an sich hat das Ganze sehr, sehr gut funktioniert in beide Richtungen. Das waren jetzt so Tests, die wir gemacht haben, erstmal im Trockenen sozusagen. Wir sind von der Insel ausgeflogen. Dann gab es eben aber noch die große Frage, funktioniert denn das alles, was wir uns da ausgedacht haben und jetzt im kleinen Rahmen erstmal trocken getestet haben, funktioniert das auch auf dem Schiff? Und da ist jemand bei uns aus dem Team, der Björn, dann einmal bei Rescue Ship mitgefahren. Jetzt zeige ich ein kurzes Video dazu. Jetzt sieht man zum Beispiel hier so ein Schiff, das ist jetzt ein kleineres Schiff von Rescue Ship, das ist nur eine Segeljacht. Und man sieht, wie das Ganze funktioniert. Hier sieht man eben auch schon mal, wie der Kollege eben mit dem Fernglas hier überwacht und sucht, ob er was findet. Ihr seht, die räumlichen Bedingungen sind hier echt beschränkt auf so einem Schiff. Kriegt man da so eine Drohne überhaupt unter? Das hat alles gut funktioniert. Und dann muss ich die eben auch jetzt auf diesem wackeligen Schiff zusammenbauen, armen, kalibrieren, das Ganze fliegen lassen. Wir waren uns auch nicht sicher, wie funktioniert das mit so einem Stahlschiff. Stört da der Kompass? Haut es nicht hin? Fliegt der gleich ins Wasser? Geht der unter? Und das wollten wir da eben in so einem Live-Test mal ausprobieren. Er hat dann das Schiff alles fertig zusammengebaut. Da sieht man schon, das ist ziemlich wackelig, das Ganze. Wenn dann alles zusammengebaut ist, dann hat er eben so ein Tablet, wie wir gleich sehen, wo er eben diese Mission planen kann, wo er sagen kann, welches Suchgebiet möchte ich denn jetzt genau absuchen. Das funktioniert auch sehr, sehr einfach auf so einem Tablet. Da muss ich einfach nur so ein Quadrat aufziehen und wenn dann alles fertig ist, nimmt man den einfach in die Hand, den Flieger. Er drückt dann einmal auf den Knopf und er erkennt dann automatisch anhand der Bewegung, die er macht, dass er losfliegen muss. Und da fliegt er auch schon los, fliegt sein Suchmuster ab, ist dann in dem Fall, war er eine Stunde unterwegs oder eine knappe Stunde unterwegs. Wir hatten jederzeit eben auch den Kontakt zu dem Flieger. Und wenn er dann nach einer Stunde wieder zurückkommt, dreht er erstmal Kreise über den Schiff. Und dann hat der Björn den in so einem halbautomatischen Modus, wie man hier sieht, platsch im Wasser gelandet. Der Flieger ist komplett wasserdicht, wir sind dann auch andere Möglichkeiten durchgegangen, den im Netz zu landen oder so, aber das im Wasser schien uns einfach am praktikabelsten, das Ganze durchzuführen. Dann gehen wir eben mit dem Beiboot raus, die sammeln den Flieger ein, man nimmt den an Bord und kann dann die Bilder runterladen. Im aktuellen, also da bei diesem Test, muss man den noch aufmachen, in Zukunft geht es auch drahtlos.
Und dann guckt man sich die Bilder an und guckt eben, ob man da was sieht und hat eben so eine viel weitere Sicht auf das Ganze. Also wir denken, dass wir die ganzen grundsätzlichen Probleme und Herausforderungen da wirklich gemeistert haben. Wir waren da unterwegs mit dem Flieger und es hat eigentlich alles geklappt, was wir uns so vorgestellt haben, nach vieler Arbeit, die wir da hatten. Zum aktuellen Stand, wo haben wir denn noch damit zu kämpfen, wo sind denn noch die Probleme? Also an sich funktioniert es, glaube ich, wir haben jetzt keine unlösbaren Probleme, aber die größten Probleme sind jetzt halt so klassische Probleme mit der Zuverlässigkeit. Also wir haben jetzt da so einen Prototyp und der fliegt auch und der macht alles, was wir wollen. Als wir da auf dem Schiff unterwegs waren, beim zweiten Flug, durch das Akkuwechseln ist irgendwo ein Kabel von der Kamera raus, dann waren keine Bilder mehr drauf. Und beim dritten Flug ist er leider nicht mehr zurückgekehrt, unser Flieger. Da gibt es also auf jeden Fall noch was zu verbessern. Wir sind dabei, so Standardsachen, wie der Flieger zusammengebaut wird, wie wir die Stecker, die Servostecker wasserdicht kriegen und so weiter, da sind wir dabei. Und wir sind im Moment auch gerade dabei, also das ist der Standardrumpf, wir haben alles mit so Standard-Modellbaukomponenten gebaut. Und wir sind jetzt dabei, einen eigenen Rumpf aus so einem EPP zu fräsen, um das Ding besser wasserdicht zu kriegen und unsere ganzen Komponenten auch besser da drin unterzukriegen. Und mit dem sind wir auch schon geflogen, mit dem Rumpf, relativ hat gut funktioniert. Ja, und wir sind jetzt eben da hier im Endspurt und wir sind sehr happy, dass wir im März und April 2020 auf der Alan Kurdi mitfahren können mit 4 oder 5 Fliegern. Dann ist jemand von uns im Team dabei und dann hoffen wir, dass wir dann noch wirklich mehr Daten kriegen, mehr Informationen sammeln können und vielleicht auch die ersten Leute auch dann wirklich finden können. Ich übergebe mal meinen Kollegen Daniel, der ein bisschen mehr zu den ganzen Sachen, was die Computer Vision angeht, sagen wird. Hi. Hört man mich? Ich glaube nicht. Okay. Zuallererst was zur Hardware. Wir haben nicht nur eine Kamera an Bord, wir haben 2 Stück an Bord. Wir haben uns zuallererst mit einer das geplant gehabt und in den ersten Rümpfen war auch nur eine Kamera drin. Allerdings ist es so, wenn wir 2 Kameras verwenden, können wir den Suchradius auf 300% ausweiten. Einfach dadurch, dass wir schräg die Kameras einbauen. Wir handeln uns damit auch ein paar negative Effekte ein. Die Daten, die wir üblicherweise verwenden können für unsere Computer Vision Sachen, die sind in der Regel von oben gefilmt und nicht aus einer schrägen Perspektive. Deswegen haben wir da so ein leichtes Mismatch zwischen dem, was wir aufnehmen und was wir jetzt schon haben. Genau. Zum Thema Computer Vision. Wir wollen nicht nur eine gute Hardware zum Fliegen zur Verfügung stellen, sondern auch die Bilder, die wir aufnehmen, anschließend auswerten. Wir wollen die automatisch auswerten mit Algorithmen, weil auf 99% der Bildern überhaupt keine relevante Information drauf ist. Wir filmen oder nehmen ganz viel Wasser auf und wir wollen ja Boote finden. Das Computer Vision Team übernimmt die Aufgaben vom Aufnehmen mit Raspberry Pis, sind 2 Raspberry Pi Zeros drin, mit den Kameras dran und die Übertragung der Bilder am Boden auf einen Laptop. Wir machen dann eine automatische Auswertung auf dem Laptop und stellen die Ergebnisse dar, sodass man sie danach nochmal manuell überprüfen kann. Dieses Multikamerasystem läuft mit einem FPS. Wir übertragen keine Bilder von der Drohne aufs Schiff, weil wir dafür die Telemetrie das nicht mitmacht. Wir könnten die Bilder auf der Drohne auswerten, aber da würden wir zu viel Akku dafür opfern und deswegen machen wir das danach auf dem Schiff. Wir setzen verschiedene Algorithmen ein, um unsere Auswertung zu machen. Wir haben auf der einen Seite klassische Computer Vision Algorithmen, wo wir mit Sobel Filter, Fast Fourier Transformation Proposals finden, wo Schiffe sein könnten und können dann auch diese Ausschnitte quasi nochmal klassifizieren, auch mit Deep Learning dann. Und wir haben ganze Deep Learning Ansätze, in denen wir zum Beispiel Objekterkennung mit Faster RCNN einsetzen. Wir können ganze Bilder klassifizieren, ob ein Boot drauf ist oder kein Boot drauf ist. Zum Beispiel mit EfficientNet machen wir das. Und dann haben wir noch einen ganz anderen Ansatz, wo wir Anomalieerkennung machen. Da brauchen wir nur Bilder, auf denen ausschließlich Wasser zu sehen ist
und wir können mit diesen Algorithmen quasi Bilder identifizieren, auf denen was anderes drauf ist als Wasser. Das nennt sich dann ALAT. Genau. Die Herausforderung bei der Algorithmenentwicklung ist vor allen Dingen, dass wir wirklich jedes Boot finden wollen. Das heißt, wir wollen einen Recall, das heißt, die Anzahl der Bilder, die richtig als positiv gelabelt sind, davon wollen wir alle finden. Wenn wir das aber machen, dann schwindet unsere Precision, also das, wie viele von den Bildern, die wir als positiv identifiziert haben, ist denn auch tatsächlich positiv. Das ist so ein Spiel mit einem Threshold, da kann man einfach hin und her gehen und bekommt dann unterschiedliche Werte. Man kann eine sehr gute Precision haben oder einen sehr guten Recall, aber meistens nicht beides auf einmal. Wir haben nur sehr kleine eigene Datensätze. Wir sind eben da im Mittelmeer mal geflogen, da haben wir aber kaum Boote drauf und deswegen sind wir angewiesen auf Datensätze, die andere schon zur Verfügung gestellt haben. Zum Beispiel von Airbus gibt es einen Datensatz, der ist aber von Satelliten aus aufgenommen. Und die Boote, die da drauf zu sehen sind, sind in der Regel deutlich größer als die, die wir suchen. Und die Kameras sind natürlich ganz andere. Wir haben da andere Auflösungen und mit all dem müssen wir umgehen. Dasselbe Problem, das wir beim Training von Deep Learning-Systemen haben, haben wir auch bei der Validierung, egal welche Algorithmen, weil wir auf den Daten validieren müssen, die wir zur Verfügung haben. Und wenn uns realistische Daten fehlen, dann können wir auch die Aussagen, die wir über die Netze machen, sind sehr eingeschränkt. Also wir können diese Werte zum Beispiel, der Recall oder die Precision, ist nur so gut auch, wie unsere Daten sind, die wir da zur Verfügung haben, auf denen wir das dann ausprobieren. Insgesamt müssen wir mit unseren Algorithmen sehr effizient sein, weil wir auf einem Laptop arbeiten, mit sehr einfachen GPU und nicht uns auf größere Systeme verlassen können. Letztendlich ist immer noch eine manuelle Bildauswertung wichtig. Wir wollen die Bilder, die wir dann aufgenommen haben, darstellen auf einem Laptop. Wir wollen Priorisierung machen durch unsere automatische Erkennung und die Bilder, von denen wir denken, dass Boote drauf sind, zuallererst zeigen. Dabei haben wir trotzdem viele falsch positive Ergebnisse und dann muss man von Hand durchgehen und sich immer noch die rauspicken, wo wirklich was drauf zu sehen ist. Kann dann unter Umständen direkt sagen, ja, da ist auch wirklich was drauf oder da ist nicht was drauf. Das hilft uns auch im Nachhinein, um die Daten, die wir damit sammeln, wieder neu zu verwenden, um Algorithmen zu trainieren. Das ist insgesamt ein großer Teil noch Work in Progress. Gerade die Darstellungssoftware dazu zu machen. Ja, genau. Wo stehen wir denn und wo könnten wir noch Hilfe gebrauchen? Zum Schluss sieht man vielleicht noch ein bisschen, wir haben noch ein paar Videos, so ein paar Outtakes von unseren schönsten Abstürzen. Also bleibt es auf jeden Fall noch bis zum Ende da. Wir sind eigentlich alle keine Modellbauer. Wir sind mehr aus der IT-Richtung und deswegen können wir da echt Hilfe gebrauchen von Leuten, die uns helfen, die Zuverlässigkeit einfach da zu verbessern. Wir haben jetzt eigentlich wirklich ein fertiges Konzept für die Fliege, was die Bauanleitung steht, die Teile stehen und so. Wenn jemand Lust hat, sowas nachzubauen, Testflüge zu machen und uns zu helfen, um uns zu helfen, da noch mehr Erfahrung zu sammeln, sehr gerne. Bei dem Computer Vision Teil? Das ist so, dass wir jede Datenspende sehr gerne entgegennehmen. Auch einfach nur von irgendwelchen Drohnenflügen im Urlaub mal mit irgendeinem Quadrocopter oder so. Jede Form von realistischen Daten kann uns helfen. Außerdem suchen wir ein Notebook, mit dem wir das Ganze machen, mit einer tollen GPU drin. Also irgendein Gamer-Laptop oder sowas. Wäre ganz toll. Genau, und wir wollen uns auch gucken, dass wir uns gerne weiter vernetzen. Wir haben teilweise mit Space Azure was gemacht und wenn es ähnliche Projekte gibt, es gibt Projekte mit stationären Kameras und so weiter, wäre schön, wenn man sich da zusammenschließt, um gemeinsam einfach mehr zu erreichen. Genau, da würde ich sagen, jetzt machen wir jetzt noch eine Runde Fragen, wenn es noch welche gibt. Und ja, gibt es Fragen soweit? Julian, kannst du? Also, danke. Man hört dich, glaube ich, noch nicht, Leo. Jetzt. Schau mal. Mit welcher Drohne seid ihr eigentlich geflogen als über Meer mit Björn? Mit Jelly oder mit Belly? Die ist leider weg, die Drohne, mit der Björn Brönn über Meer geflogen ist. Der hieß also, Platschi. Ach so, Platschi. Ja. Hm.
Ja, da ist noch was. Ich wollte kurz fragen, wo liegen ungefähr die Preise jetzt gerade für jedes einzelne Modell, ist der erste. Und die zweite ist natürlich, ob man irgendwie eine Unterstützung geben kann, vielleicht so Crowdsourcing-mäßig, also nicht um dem Fund zu finden, aber halt eine bestimmte Datenmenge vielleicht zu analysieren und so weiter und so fort. Und die folgende Frage ist natürlich, ob ihr da bestimmte negative Fälle auch schon mal gehabt habt. Nämlich dann habt ihr irgendwie bestimmte Boote oder bestimmte Objekte dann auch verpasst habt und dann nachhinein das auch realisiert habt, bemerkt habt. Ja. Also der Flieger, so wie hier steht, mit allem drum und dran, kostet ungefähr 1000 Euro, so wie er da steht. Zu der Computer Vision? Ja, zur Computer Vision. Also die Daten, die wir verwenden, sind in der Regel schon gelabelt. Die Daten, die wir an eigenen Sachen bisher haben, sind so gering, dass wir das noch ganz gut selber hinkriegen im Moment. Das war die letzte Frage. Mit dem Crowdsourcing, ob man Bilder noch irgendwo kriegen können. Ja. Genau, Bilder ist immer gut. Ja. Was ist denn so die Turnaround-Time, wenn ihr die Drohne zurückholt und dann die Bilder analysiert, dann ist das Boot ja im Zweifelsfall schon weitergefahren, was ihr finden wolltet. Also wie lange braucht denn das, um einen Satz auszuwerten von den Bildern? Das geht relativ schnell. Also die Auswertung, die der Beyonder wirklich so manuell gemacht hat, das dauert vielleicht... Also Bilder runterladen und anschauen, da vielleicht eine halbe Stunde, und das reicht, weil die Boote, die wir suchen, sehr langsam unterwegs sind. Die sind ja mit 5 Knoten unterwegs, und wenn man dann dahin fährt, wo die vor einer Stunde waren oder vielleicht vor 2 Stunden waren, dann findet man die auf jeden Fall noch. Das ist kein Problem. Das Video, was wir gesehen hatten mit der Wasserlandung, war ja eins mit relativ wenig Wellengang. Das ist ja in der Realität wahrscheinlich auch was anderes. Und das muss wahrscheinlich ja auch ein Boot ausgesetzt werden von einem Schiff, um das Ganze zu holen. Habt ihr mit den Rettungsorganisationen schon gesprochen? Weil das ist ja für die ein Zeitaufwand gegebenenfalls, den sie dann nicht auf anderem Weg suchen können. Wie da so die Stimmung dazu ist, wie gut das funktioniert. Und die zweite Frage, wann rechnet ihr damit, dass ihr das tatsächlich zur Verfügung stellen könnt für Einsätze? Genau, also wir sind auch schon bei höherem Wellengang gelandet, und wir denken nicht, dass es ein Problem ist. Das Boot ist relativ langsam zum Schluss, weil der Flieger ist sehr langsam, wenn er reinkommt. Und das Feedback von den Rettungsorganisationen ist auch, so wie wir das jetzt gekriegt haben, dass es kein Problem ist, das mit dem Beiboot reinzuholen. Also da gibt es, wenn die jetzt kein Boot gefunden haben, haben die auch genug Zeit, das Boot wieder, unseren Flieger mit reinzuholen. Wie gesagt, wir sind im März, April zum ersten Mal auf einer Mission dabei, und dann ist es noch ein Prototypen-Einsatz, aber im Endeffekt ist es ein richtiger Einsatz. Vielen Dank für eure Arbeit. Eine Frage, habt ihr schon irgend so einen VTOL, also Vertical Takeoff Ansatz verfolgt, also so einen Senkrechtstarter, der sich die Vorteile von einer Drohne und einem Flieger kombiniert? Haben wir schon überlegt, hat aber das Problem, dass es den Flieger schwerer und langsamer macht. Die haben alle einen höheren Luftwiderstand, dann komme ich nicht so weit. Und wir haben einfach, also mit der Landung wird es auch wieder schwierig, vor allem bei der Landung, weil ich unter Umständen starken Wind habe und dann auf einem kleinen Gebiet landen muss. Das ist so ein sehr praktikabler Ansatz, den wir haben. Also du kannst ihn einfach mit der Hand starten, der fällt dann ins Wasser. Das funktioniert einfach relativ gut. Die anderen Ansätze haben wir auch schon auch überlegt, aber bis jetzt eigentlich aktuell ausgeschlossen, weil sie zu viele Nachteile hätten. Ich habe, also die kommerziellen Drohnen sind sehr viel teurer. Was ist denn mit Satellitenbildern? Da gibt es ja Dienste, wo man sich Bilder runterladen kann. Wie vergleichbar sind die Preise? Also es gibt dieses Projekt SpaceEye. Die arbeiten zum Beispiel mit den Daten von den Sentinel-Satelliten. Aber da ist die Verzögerung sehr groß, und man kann sich ja auch nicht aussuchen, wann die wo fliegen. Das ist ja nur so, wenn die jetzt über einem Streifen im Mittelmeer, der uns interessiert, dann fliegen die vielleicht alle 3 Tage und dann halt zu einem Zeitpunkt. Live-Daten, theoretisch gibt es sowas, aber das ist in der Regel alles unter militärischer Hand und so weiter. Da kommt man nicht ran. Und es ist unbezahlbar. Also wir hatten so ein Beispielangebot, Fritz hat ja einmal angefragt bei einem Ding, meint, ein so ein Datensatz kostet 90.000 Euro einmal. Also da können wir oft mit unserer Drohne fliegen. Also das ist vielversprechend an, haben wir auch gedacht, aber es gibt leider praktische Probleme damit. Gut, dann würde ich zum Schluss noch, Entschuldigung. Hallo? Ah, okay. Und zwar die Bilder, die ihr gezeigt habt, waren ja hauptsächlich aus dem visuellen Spektrum. Habt ihr mal versucht, mit Infrarotbildern zu arbeiten, weil ich mir vorstellen kann, dass man da die Menschen vielleicht besser sieht aufgrund der eigenen Wärme gegenüber dem Wasser?
Also diese Wärmebild, also Infrarot zur Wärmebildsignatur ist nicht ganz realistisch, weil da die Auflösung nicht gut genug ist. Ja. Also wir haben Wärmebildkameras auch mal evaluiert, aber das passt nicht, auch von der Flughöhe und so. Near-Infrarot kann die Raspberry Kai-Kamera, da haben wir eigentlich keine Daten dafür, um damit zu trainieren. Also da ist ein bisschen das Problem, dass wir also für die Deep-Learning-Ansätze zumindest zu wenig Daten haben, ja. Bilder ist, wie gesagt, die haben eine sehr geringe Auflösung, die Kameras, und sind sehr teuer und sehr schwer. Also die haben dann praktikabel auch Probleme, wie man die einsetzen kann. Jetzt geht's. Erstmal vielen Dank für euer Projekt. Ich habe so ein bisschen eine kritische Frage. Wie geht ihr denn damit um, dass die Technologie, die ihr einsetzt, die ihr produziert, vielleicht auch von Grenzschutzagenturen verwendet werden können und natürlich auch in der Bekämpfung von Fluchtwegen? Habt ihr da irgendwie Ansätze? Habt ihr das diskutiert? Genau. Also wir haben nicht, die meisten Sachen, die wir machen, sind Open Source und stehen auf unserer Homepage und unserem Wiki. Im Moment gibt es, glaube ich, noch wenige Sachen, die da unter diesem Aspekt kritisch zu sehen sind. Wir werden aber dann, wenn es so Sachen gibt, bei der Computer Vision oder so, die unter Umständen nur an Organisationen rausgeben, wo wir auch denken, dass sie was Gutes tun damit. Die Computer Vision ist nicht Open Source im Moment. Ja. Gut, dann würde ich jetzt als kleinen Abschluss noch unsere schönsten Abstürze zeigen. Wie viele Flieger sind schon abgestürzt? Das kann man jetzt, glaube ich, gut sehen bei dem Video. Also es gab eine Zeit lang, wo wir wirklich Probleme immer bei diesem Handstart hatten. Da sind wir echt schon am Verzweifeln gewesen und haben gedacht, da haben wir vielleicht echt ein konzeptionelles Problem und das kann man irgendwie nicht hinkriegen. Wir haben uns dann auch mal überlegt, einen Katapult zu bauen oder hier so einen Startwagen. Das macht dann ziemlich viel Lärm gemacht, da hat man dann viel Gas gegeben, aber leider war es leider auch ein Absturz. Wir haben dann verschiedenste, also der hebt so ein bisschen ab und dann geht der Propeller leider in unseren schönen Wagen rein. Und zum Schluss haben wir es dann nochmal mit dem Katapult probiert in verschiedensten Varianten, aber es war leider auch nicht von viel Erfolg gekrönt. Da ist er dann wenigstens mal geflogen, aber relativ kurz. Aber das waren im Endeffekt dann wirklich so Modellprobleme, die wir da hatten. Also da war der Schwerpunkt falsch. Und als er dann richtig war, das ist auch noch ein schöner Absturz. Da sieht man noch ein bisschen, wie das Styropor splittert. Aber wir haben Flieger, die fliegen und die auch lang geflogen sind. Alles klar, vielen Dank. Schönen Kongress.